Wir bauen heute ein super günstiges Glowboard. Ich glaube, es kostet ungefähr 15 Euro insgesamt. Und alles, was ihr dazu braucht, sind diese kleinen lustigen Lampen. Die gibt es bei AliExpress zu kaufen. Kosten fast nichts. Ein paar von diesen Batterien, CR2032, kosten auch fast nichts. Ich glaube, alles in allem landet man bei ungefähr 15 Euro. Ich verlinke auf jeden Fall alles unten in der Beschreibung. Und natürlich braucht ihr auch ein Board. Ich habe jetzt hier so ein Apollo-Teil. Geht aber bestimmt auch mit anderen Boards. Müsst nur gucken, dass diese Teile hier ordentlich geformt sind. Genau, letzten Endes nehmt ihr dann einfach diese Lämpchen, setzt da Batterien ein und die haben so ein geiles Feature, wenn man einmal drückt. Sind sie dauerhaft an. Wenn man nochmal drückt, dann blinken sie so ein bisschen ziemlich schnell. Und wenn man nochmal drückt, dann blinken sie etwas langsamer und nochmal gehen sie wieder aus. Okay, und die Teile müsst ihr einfach hier an das Board dran machen. Das geht jetzt mit einer Hand etwas schlecht. Gucken, ob ich es hinbekomme. Ja, so. Das ist nicht fest genug, also am besten, zumindest bei meinem Board jetzt, muss das hier in das zweite Loch rein. So. Dann schiebt euch das hier einfach schön auf die Seite. Und gleich zeige ich euch, wie es mit allen zusammen aussieht. Was ich noch vergessen habe, ist, ihr müsst natürlich auch Batterien einsetzen. Dazu schraubt man diese Teile auf. Dann kommen da quasi zwei Batterien rein. Fasst die nicht so lange an, die Dinger, die entladen sich super schnell. Also einfach zack rein. Einmal drücken. Irgendwie. Okay, so seht ihr. So geht's nicht. So. Und die auch. Und schon läuft der Scheiß. Und dann schraubt er das ganze Ding einfach wieder. Cool ist auch, ihr müsst auch nicht so, das zeige ich euch gerade noch, vor Regenangst haben. Da seht ihr hier so eine kleine Dichtung. Also ich würde jetzt nicht durch einen Tsunami fahren. Aber also normalen Regen sollte das aushalten, so ein bisschen Spritzwasser. So, ich habe die ganzen Dinger mit Batterien bestückt. Und so sieht das aus, wenn sie angebracht sind. Ich habe jetzt entschieden, hier das dieses lange Ding da zu benutzen, damit ist es noch fester, weil ich ein bisschen Angst habe, dass die hier rüber rutschen. Sollte das passieren, kann man sich auch noch überlegen, ob man hier ein bisschen so Schleifpapier drunter macht. Dann hält das auch besser. Es gibt so Schleifpapier, das man da festkleben kann. Genau, und jetzt zeige ich euch mal, wie das im Dunkeln aussieht. Also wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. So cool. Und das Ganze kann man natürlich jetzt noch. Wow, nice. Verstellen, dass es lustig blinkt. Oh mein Gott, gebt euch das. Wie cool ist das, ey. Und das alles für so wenig Kohle. Und kein Löten, kein Kleben, einfach nur bestellen, Batterien reinbauen, fertig. Daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das ist auch cool, man kann die zu unterschiedlichen Zeiten anmachen und dann blinken sie völlig verrückt, wie ihr gerade seht. Das einfach nur ultra geil aussieht. Also ich habe es selbst noch nicht gesehen, das ist jetzt echt das erste Mal und ich finde es hammerhart. Ja, wie gesagt, in der Beschreibung ist alles verlinkt. Könnt ihr euch da einfach bestellen, dauert ein bisschen, kommt aus China, aber deswegen ist es auch so schön günstig. Ja, und dann macht doch einfach mal Videos oder Fotos von eurem Board. Diese Lämpchen übrigens, fällt mir gerade ein, gibt es glaube ich noch in weiß, also die leuchten dann weiß. Ich glaube, es gibt noch irgendeine Farbe. Da bin ich jetzt aber nicht sicher, ich glaube, blau gibt es nicht.
Vielleicht gibt es blau, ich glaube grün gibt es nicht. Zu meinem Board hätte grün eigentlich besser gepasst. Aber wie gesagt, mit rot finde ich es echt auch Sorge. Und eigentlich wollte ich nicht mehr rausgehen, aber ich glaube, ich muss damit unbedingt fahren. Also ich war gerade noch mal fahren. Das ist einfach super geil. Das sieht saugeil aus. Vor allem, wenn man die nicht synchron leuchten lässt. Sondern die eine Seite etwas früher macht, die andere etwas später, dann blinken die abwechselnd auf den Seiten. Das ist großartig. Und wie gesagt, die Sachen sind verlinkt. Und wenn ihr das nachgebastelt habt, zeigt es mir bitte. Also, ich würde gerne mal sehen, was ihr so zurecht bastelt. Vielleicht auch mit anderen Farben und so, und welche Erfahrungen ihr mit den Leuchten an sich habt. Also bei mir sitzen die jetzt echt schön fest. Würde mich interessieren, wie es bei anderen Boards ist. So dann, viel Spaß!